Hey, was geht ab? Ich zeige euch heute, wie ich die Käsesoße mache, die ihr ab und zu vielleicht mal schon bei Instagram gesehen habt und ich schon ein paar Mal drauf angesprochen wurde. Das geht ganz schnell und schmeckt ziemlich gut. Das Ganze testen wir heute mit diesen Green Force Burger Patties. Die sind vegetarisch, die sind sogar vegan. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Für die heutige Burger-Käsesoße nehmen wir Cheddar, das ist der am besten verläuft, Sahne, eine Knoblauchzehe, Frischkäse und etwas für die Schärfe. Ich nehme hier ganz gern Jalapenos, ihr könnt aber auch Peperonis nehmen oder Paprikaschoten, einfach irgendwas für eine leichte Schärfe. Wir fangen an mit dem veganen Burger Patty, da er 30 Minuten in den Kühlschrank muss, vermischen wir das Ganze mit Wasser und mischen es gut durch. Ja, und dann können wir uns auf die Käsesoße schmeißen. Die ganze Käsesoße ist kein Hexenwerk, es ist halt viel Geschnippel. Wie man sieht, fangen wir hier an mit der Knoblauchzehe und die muss wirklich ganz klein geschnitten werden. Es geht weiter mit den Jalapenos, die werden auch nicht viel größer geschnitten, aber da braucht man jetzt nicht so einen Fokus drauf zu setzen. Kann man ruhig mal ein bisschen in der Käsesoße so kleine grüne Klumpen geben. Ich finde es ganz cool. Käsesoße reicht ungefähr für 3 bis 4 Burger und wir nehmen 50 Gramm Frischkäse und 50 Gramm Sahne. Das Ganze ist natürlich so eine circa Angabe, wie ihr seht, habe ich es jetzt auch nicht hundertprozentig genau gemacht, aber das gehört, finde ich, generell zum Kochen oder Grillen dazu, dass man einfach ein bisschen nach Gefühl arbeitet und wie es gerade so passt. So, die Patty-Masse ist jetzt 30 Minuten im Kühlschrank gewesen und jetzt fangen wir an, unsere Patties zu formen. Auf der Beilage, also ich glaube auf dem Zettel stand irgendwie, da kann man 4 bis 6 Burger rausmachen. Ja, bei mir wurden es halt nur 3. Ich kann mit so einem kleinen Scheiß nichts anfangen. Wenn ihr meinen Insta-Kanal kennt, max-gamechanger-barbecue, dann seht ihr, dass ich bekennt der Fleischfresser bin. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Burger haben ganz gut gerochen und haben sich eigentlich auch ganz cool formen lassen. Und ihr seht später, dass sie auch schon echt, also von der Optik, definitiv nah dran kommen. So, jetzt mal geschwind noch eine Pfanne aufgestellt und die Patties dann mal in die Pfanne geschmissen. Ich glaube, auf dem Grill müsst ihr auf jeden Fall mit Plansche arbeiten. So auf dem Grill kann man die, glaube ich, nicht legen. Ja, ihr seht, der Frischkäse wird jetzt erstmal schön mit der Sahne verrieben, bis ihr eine flüssige Konsistenz bekommt. Dann könnt ihr anfangen, den Cheddar ein bisschen zu plättern, ein bisschen zu zerrupfen und reinzuschmeißen und nach den einzurühren. Jedes Mal, wenn dann so ein Scheibchen quasi sich aufgelöst hat, könnt ihr das nächste Scheibchen reinschmeißen. Ihr werdet sehen, die Konsistenz wird immer fester. Auch da könnt ihr jetzt nach Gefühl arbeiten und sagen, okay, jetzt ist langsam mal gut oder so, gib ihm halt. Ne? Also ich habe da, glaube ich, ungefähr, ich glaube, es waren so 5 Scheiben reingemacht. Und es war trotzdem noch relativ flüssig. Es hätte noch ein 6. vertragen können. Wie ihr seht, wird jetzt nur noch das Knoblauch und die Jalapenos reingemacht. Und dann wird auch schon angerichtet langsam. Wie gesagt, bin ich bekennender Fleischfresser und deswegen durfte der Bacon nicht fehlen. Ja. Pro-Tipp ist, dass ich immer eine Marmelade auf den Bun schmier. Ja. Darf man mir nicht fehlen, es gibt so eine süße Komponente. Und mit der scharfen Käsesoße, den Jalapenos, ist es einfach ein genialer Kontrast. Ihr seht, wie schön die Käsesoße über die Patties, über die Burger fließt und mehr brauchst du eigentlich auch nicht. Bacon, ein bisschen Schärfe, mal eine Marmelade und eine geile Käsesoße und dann ist der Patty eigentlich auch zweitrangig. So, jetzt habt ihr gesehen, wie die Käsesoße geht und jetzt probieren wir diesen Burger. Ich denke, sieht ganz cool aus. Also für einen vegetarischen Burger ist das sehr gut. Wie immer hapert es ein bisschen an der Konsistenz, ein bisschen weich, aber man kann ihn essen. Probiert es selbst aus. Danke fürs Zusehen, euer Max von Starch Heroes.